Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und im heutigen Video werden wir uns die dümmsten Maps anschauen, die aber zum Teil auch irgendwie witzig und geil sind, die ich im Counter-Strike 2 Community Workshop gefunden habe. Vor 4 Monaten habe ich euch schon ein Video hochgeladen zu coolen Maps, die wir im Workshop gefunden haben. Da habe ich euch die ein oder andere Training-Map vorgestellt und andere coole Sachen. Diesmal habe ich mich wieder in den Workshop begeben und habe mal geschaut, was es sonst für witzige Sachen gibt, für ein paar Fun-Modes vielleicht. Und ich habe einiges gefunden. Und da gehen wir heute durch. Alle Maps findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung zum Steam Community Workshop, wenn ihr selber mal was ausprobieren wollt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Map rein. Und das war Duck Hunt. Das soll eine Aim-Training-Map sein, mit einem kleinen Twist, den ich aber sehr cool fand. Du startest hier als T und hast dann erstmal ein kleines Menü, wo du Sachen auswählen kannst. Und zwar, ob du in den Challenge-Mode reingehen kannst, Put Your Aim to the Test oder Simple Aim Practice. Wir gehen mal auf den Challenge-Mode, den habe ich nämlich schon ausprobiert. Drücken dann auf Starten und hier rennt ein Hund rum. Und ihr müsst dann versuchen, mit einer Shotgun, so ein bisschen in Moorhuhn-Manier, diese fliegenden Vögel hier abzuknallen. Mit jeder Runde wird das vielleicht ein bisschen schneller und man muss mehr dieser Vögel killen. Ich habe mal so Just for Fun bis Stufe 5 hochgespielt, dann spawnen dann irgendwann 3 dieser Vögel. Ja, ist ziemlich doof, aber irgendwie auch funny. Im Grunde ist das eine runde Arena und du hast hier unten einen Timer, der runterläuft und musst dich dann umherdrehen und diese Vögel finden, die jetzt bei dir rumfliegen. Und die knallst du dann ab. Und so klingt dann das nächste Level. Das ist Duck Hunt. Weiter geht's mit einer Map, die ich mir noch gar nicht angeguckt habe. Die hat erstaunlich gute Bewertungen im Steam Community Workshop. Und die Beschreibung dieser Map ist Just a Chair, also einfach nur ein Stuhl. Und auf dem Screenshot dieser Map war auch einfach nur ein Stuhl zu sehen. Ich habe sie mir noch nicht vorher angeguckt, weil ich mich mal überraschen lassen wollte, worum es bei dieser Map geht. Die heißt einfach nur Stuhl. Okay, wir sind in einem Raum. Hardly working. Das ist die ganze Map. Das ist eine der bestbewertetsten Maps im Steam Community Workshop. Es ist einfach nur ein Raum. Mit einem Stuhl, einer Hardly Walking-Tasse und einem Bild, was darauf hindeutet, dass der Montag wieder scheiße ist. Du kannst ja auch nichts machen. Er hat nicht gelogen. Es ist wirklich nur ein Stuhl. Aber die Leute feiern's. Danach habe ich aber eine Map gefunden, über die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar ist das Football 2009. Und zwar gab es gerade in CSS eine etwas größere KA-Soccer-Szene. Hier oben seht ihr das mal. Und wir haben damals sogar auf der offiziellen ESL-Seite Turniere mitgespielt. Damals unter dem ersten FC Toastbrot, da haben wir auf der alten ESL-Gaming-Seite gespielt. Und da gab es 5-on-5 Turniere auf einer CS-Soccer-Map, wo du damals aber relativ sicher auch mit dem Knife den Ball schießen konntest. Da hattest du dann so Sachen wie einen Linksklick, der dann wie ein Pass war, und Rechtsklick war halt ein etwas stärkerer Schuss. Das geht hier jetzt leider nicht. Aber da habe ich tatsächlich mal überlegt. Ich weiß es natürlich nicht, wie geil das ist, wenn man einfach nur gegen den Ball läuft. Ich glaube, mit dem Knife wäre es noch mal ein bisschen geiler. Ich kann ja mal schauen, ob ich mir eins geben kann. Geht tatsächlich. Ja, der rollt dann aber leider nicht weit. Also, da müsste man dann selbst mit Physics noch mal was machen. Aber das wäre mal eine coole Sache für sowas wie die Rapid LAN oder so ein intern, dass man da dann so ein 5-on-5-Turnier macht auf dieser Map. Weil du konntest wirklich taktisch geile Sachen machen. Das war dann nicht wie die Bambinis, wie es jetzt leider wäre, weil man nur gegen den Ball rennen kann. Dass du, ne, alle rennen den Ball hinterher und versuchen in Richtung Tor zu befördern. Du hattest halt echt richtig Verteidiger, Angreifer. Du hast dann von hier mit dem Rechtsklick eine Flanke in die Mitte gebracht und er hat dann versucht, hier mit dem Jump den Ball so ins Tor zu messern. Das war echt richtig geil. Vielleicht haue ich hier den Mapper mal an und frage ihn, ob man das irgendwie nochmal geiler machen könnte. Aber immerhin ist diese Map wieder zurück. Dann habe ich noch eine kleine, coole Fun-A-Map gefunden. Das ist die Map Bounce, die so ein bisschen Richtung AWP India erinnert, oder in die Richtung geht zumindest. Die erinnert natürlich erstmal an eine Hüpfburg. Hier kannst du aber nicht rumhüpfen, aber diese Trampoline funktionieren mit Soundeffekt. Hört mal rein. Auch weil ich noch nicht rausgefunden habe, wie ich die effektiv nutze, um nach vorne zu kommen. Weil das so angewinkelt ist, bounce mich das immer in die Richtung zurück. Vielleicht ist es aber auch so gedacht, dass du es andersrum machst. Ich habe auf jeden Fall noch keine Möglichkeit gefunden, hier hochzuspringen. Ja, so wird es wohl gedacht sein. Was schon ganz geil ist. Finde ich eine geile Mechanik. Ich war ja auch ein großer Fan von Danger Zone und was du da mit diesen ganzen Bounce-Pads machen konntest. Und A-Maps in die Richtung oder so auf Fun-Servern vielleicht noch ein bisschen größer. Das könnte echt geil sein, wenn du mit ein bisschen Movement hier so ein paar Faxen machen kannst. Ich glaube, die könnte echt Spaß machen auf dem Server. Bounce heißt die Map.
Wo wir gerade beim Thema Movement sind, darf natürlich auch die neue Oni-Up-Map für C2 nicht fehlen. Die natürlich alles andere als dumm ist. Die ist wirklich genial geworden. Besser als die CSGO-Version. Die habe ich selbst noch nicht durchgespielt. Die soll wohl auch sehr viel schwerer sein als die erste, wie ihr hier sehen könnt. Oni-Up hat ja einen riesen Hype im letzten Jahr. Und die hier ist ein sehr, 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 sehr dickes Upgrade im Vergleich zur ersten Version. Wenn ihr euch mal anschaut, wie riesig das ist. Ich fliege hier gerade mit No-Clip hoch. Die ist aber sehr viel schwerer, glaube ich. Vielleicht machen wir die irgendwann wirklich mal im Stream. Ich glaube, ich habe es auch mal probiert für eine halbe Stunde oder so. Bin relativ schnell runtergesegelt. Das ist eigentlich noch so ein Achievement. Das fehlt mir noch. Ich weiß aber, dass ohne Pixel diese Map geschafft hat. Deswegen bin ich eigentlich auch ganz confident, dass ich die schaffen kann. Aber, Alter, also okay, das ist nochmal ein ganz anderes Level im Vergleich zur ersten. Ja, vielleicht müssen wir nochmal eine Only-Up-Session auf der Map hier machen. Sag mal Bescheid, ob das was wäre, was ihr sehen wollen würdet. Vielleicht kann man das ja irgendwie cool runterschneiden für YouTube auch. Aber das ist ein krasses Projekt. Oni-Up, wenn ihr die mal spielen wollt in CS2, ich garantiere euch, danach habt ihr garantiert besseres Movement. Wenn ihr die hier schafft, das ist also nicht nur ein Game-Mode, den man spielt, um Spaß zu haben, da wird man auch wirklich besser im Spiel. Krasses, krasses Ding. Wir bleiben nochmal kurz beim Thema Movement. Ich habe eine Map gefunden, aus der ich nicht ganz schlau werde. Und zwar hat diese Map, ich glaube, es ist ein Placement für Pagoda, was irgendwie so eine Marke ist, die hier sowas wie Dumplings machen, sowas wie Frühlingsrollen, Chicken Pot Stickers. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie offiziell ist, weil ne, hier steht Pagoda, put the egg rolls in, Movement Challenge, entering Pagoda Snacks Deep Fried Map may result in claiming a egg roll rebate and a chance to win a trip to PGLCS 2 Major. Ob das wahr ist, keine Ahnung. Im Workshop steht nichts dergleichen. Also ich weiß auch nicht, wenn das hier offiziell ist, wo man die Info herbekommt, wie man denn tatsächlich dann ein Ticket für das Major in Kopenhagen bekommt. Vielleicht ist das Ganze auch toll. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil die Map an für sich ist auch nicht sonderlich gut gemacht, muss ich sagen. Du hast hier also so einen Parcours, den du möglichst schnell durchlaufen musst. Ich habe es einmal bis Stufe 2 gespielt und dann ist es halt ein bisschen eintönig geworden, ne? Aber das fand ich ganz cool. Ihr müsst also auf Timing euch halt immer vorher merken, wo die Blöcke davor waren, um hier weiterzukommen. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, ist so eine ganz witzige Challenge, die man mal machen kann. Was mich so ein bisschen daran zweifeln lässt, ob das official ist oder nicht, ist einfach, weil das so ultra simpel gemacht ist, dass das echt schon wieder ein bisschen holzig aussieht. Ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber ja, wenn ihr mal so eine kleine Movement-Challenge mit euren Mates machen wollt, habt ihr den Link auch im Workshop. Hier kommt man dann in Area 2 und du willst es halt wahrscheinlich auf Zeit machen und der Schnellste am Ende würde dann irgendwas gewinnen. Aber wie gesagt, das sieht so schlecht gemacht aus alles. Ich weiß nicht, ob das ein Official-Ding ist. Was wir in der Vergangenheit ganz oft gemacht haben, sind gespiegelte Varianten der Competitive Maps gespielt. Also wo die Map einmal auf links gedreht ist quasi. Was ganz dubios war, das war ein kompletter Brainfuck, da gibt es ja einige Videos auch zu auf meinem Kanal. Hier hat sich jemand was überlegt und zwar hat er die Map nicht gespiegelt, sondern rotiert. Und zwar das 2. Ich war selbst noch nicht drauf, auf den Screenshot sah schon komplett trippy aus. Wir schauen mal rein. DE das 2 um 90 Grad rotiert. Mir tut jetzt schon der Kopf weh. Also wir sind hier am T-Spawn von Das 2. Oh mein Gott. Du hast aber andere Physics, um dich hier noch bewegen zu können. Und so ein paar Sachen, um dich zu fangen, kriegt man falsch an. Also wenn ich springe, du hast halt so eine Art Super-Bounce. Wie hat er das gemacht? Das ist nicht Low Gravity, weil du bist ja auch relativ schnell. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ey, ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Das ist ja... Vor allem, du aimst immer nach rechts. Weil links ist ja die Wand jetzt immer gefühlt. Ja gut, hier aimt man so ein bisschen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier rüberhole? Okay, der hat aber tatsächlich auch Skyboxen gemacht, dass du hier nicht über die Gebäude hinausklettern kannst. Boah. Das wäre eigentlich mal ganz witzig, hier ein Matchmaking mit unserer Truppe zu spielen. Ey, das müssen wir eigentlich machen, oder? Das wird zum Zusehen echt ekelhaft, weil die meiste Zeit hast du irgendwie immer so eine Wand an dir kleben, weil du ja immer in diese Wand reingepresst wirst. Das ist ja total trippy. Aber eigentlich geil gemacht, dass er hier dran denkt, dass man so Kisten und so braucht. Boah. Ich komme nicht in die CT-Base rein. Ich muss das Auto nehmen. Das wird eine Movement-Fiesta, ey. Ich versuche einmal mit euch Richtung B zu kommen. Hier das Auto nehmen, dann hochschießen. Ich komme da nicht hoch, weil die Kante mich hier wegbounced. Komm, komm, komm. Also, ey,
Okay, also rennt auf jeden Fall auf den B-Spot als T, um die Bombe zu legen, weil die Leute die Werte nicht rotieren. Ah! Alter, ist das ein Kampf? Und dann musst du noch aimen. Dann können die ja theoretisch da oben stehen und runter aimen. Ich komme nicht auf den B-Spot hoch. Ah! Hier bleibt man irgendwo hängen. Alter. Alter, ist das ein Elend. Ist das schlimm. Ey, da ist die Bombe dreimal hochgegangen, bis ich wieder auf dem B-Spot bin. Das muss T-Seite des Todes sein, weil du als Tete, du kommst halt nicht schnell genug irgendwie auf den Spot. Ich fall gleich wieder komplett auf den A-Side zurück. Okay, ja, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich komme da einfach nicht hoch. Ja, lass mich mal wissen, ob ihr gerne ein Matchmaking auf dieser Map sehen wollt. Team Schweine-Aim gegen, weiß nicht, müssen wir mal gucken, wer sich da stellt. Aber das ist ja der absolute Quatsch hier. Neben dem habe ich noch einige coole Hide-and-Seek-Maps gefunden. Da können wir uns schnell mal welche anschauen. Das hier ist die Freddy's Fazbear's Pizza aus... Ah, wie hieß das Spiel denn? Freddy's Nightmares oder sowas? Ich weiß gerade leider gar nicht mehr. Ich habe es aber auch gespielt. Dieses Horror-Game, wo du da vor so einem Cockpit saßt und musstest so Faxen machen. Freddy's... Ja, ihr werdet wissen, was ich meine. Sogar mit animierten Assets hier. Krass. Get Taser, Get Health. Genau, und eine Hide-and-Seek-Map für die Leute, die das nicht kennen. Ist eine Map, wo du einen Spieler hast, der quasi sucht. Das wäre in dem Fall der T, wie das aussieht. Und wenn ich jetzt CT gehe, dann habe ich hier eine bestimmte Zeit, mich auf dieser Map zu verstecken. Ganz typisch für Hide-and-Seek-Maps sind genau sowas hier. So Invisible Räume, wo du als Spieler, der die Map nicht kennt, denkst, da ist eine Tür. Da kannst du hier reinsteigen, kannst dich hier verstecken. Und ganz oft gibt es auch solche Teleporter hier, wo du dich dann an einen anderen Ort der Map teleportierst. Ich muss aber sagen, diese Map ist insane geil geworden. Dann haben wir so eine Map noch im Tanglewood House. Das ist ja also auch Hide and Seek. Und hier hatte ich zum Beispiel so einen Spot gefunden, als ich die Map durchlaufen bin. Hier kann man in die Dusche rein und die teleportiert einen dann hier hin. Das sieht so aus, als würden hier Plattformen schweben, wo man von einer zur anderen springen kann. Aber ich habe schon die erste nicht gefunden, ehrlich gesagt. Vielleicht sehe ich es nicht wegen meinen Monitor-Settings, aber ich sehe die nächste Plattform nicht. Aber genau, Ziel auf der Map ist natürlich auch, den Suchern, soweit es geht, zu entkommen. Wahrscheinlich kann man hier und da auch mal auf so einen Baum drauf springen und sich verstecken. Und genau, die müssen euch dann finden und wegkneifen. Sehr vielversprechend klang auch die Map Islands. Das ist eine Skywars-Map in CS2. Und zwar spawnt man hier, glaube ich, als Einzelspieler auf einer dieser Inseln. Und das Ziel ist es, alle anderen Spieler zu töten. Und in der Anleitung der Map steht, dass du einen Baum fällen musst, um dann eine Brücke auf die Hauptinsel spawnen zu lassen. Wir können mal gucken, was in der Kiste hier drin ist. Es klingt auf jeden Fall so, als könnte man die zerstören. Jetzt habe ich eine Smoke-Granate bekommen. Wir hacken jetzt einfach mal den Baum ab. Wahrscheinlich geht es mit Linksklick schneller. Genau, dann spawnt hier eine Brücke, um auf die Main-Insel zu kommen. Und hier gibt es dann nochmal anderes Loot. Es gibt Kisten, wo verschiedene Sachen drin sind. Du kannst zum Beispiel ein Zeus finden oder auch andere Granaten. Da habe ich zum Beispiel eine HE-Granate gefunden. Oh, guck mal, eine rote HE-Granate. Schauen wir mal, wie die sich verhält, wenn ich die jetzt einfach mal hier an den Baum schmeiße. Okay, scheint eine normale Granate zu sein. Aber genau, im Endeffekt willst du wahrscheinlich der Schnellste sein, der seine Brücke über seine Insel zur Main Island holt. Möchtest möglichst schnell gute Sachen looten. Zeus ist natürlich extrem stark in dem Game-Modus, wenn du den findest. Weil du dadurch natürlich den Recharge hast, den es vorher nicht gab. Und das wird so ein Ding sein wie so ein Public Deathmatch, wo du eben nicht respawnst, aber du spielst alle gegen alle. Sehr basic die Map. Ob die so geil ist, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht ist das ja was für euch, kann man ja mal ausprobieren. Und die Counter-Strike-Community scheint sehr viele Minecraft-Fans zu sein. Hier gibt es eine Map, die heißt Griefers vs. Noobs, was sowas sein wird wie Bad Wars in Minecraft. Und zwar hast du hier auch die Counter-Terrorist und die Terrorist. Und das Ziel ist es, in der gegnerischen Base das Bett zu zerstören. Solange dein Bett noch da ist, wirst du respawnen. Also wenn ich jetzt drauf gehe, werde ich hier irgendwo wieder respawnen. Und ich muss als CT versuchen, unser Bett hier oben in der Base zu verteidigen. Hier hinten ist das. Das ist das Bett, was wir als CTs verteidigen müssten. Die Ts haben eine ähnliche Base. Und zwar soll die hier unten in der Höhle sein. Und du musst dann immer so ein bisschen abwägen,
Was tatsächlich ein sehr geiler Game-Mode sein will, weil beide sind Attacker und zeitgleich Defender, also nicht wie in CS, ein Attacking-Team, ein Defending-Team. Beide Teams müssen natürlich versuchen, die gegnerische Base einzunehmen, das Bett zu zerstören, aber zeitgleich musst du ja auch Leute haben, die deine eigene Base halten, um das Bett zu beschützen. Denn sobald das gegnerische Bett kaputt ist, hast du gewonnen. Und wir schauen mal eben, ob wir hier das Bett der Terroristen finden. Das ist hier, also etwas offener gefühlt als das Bett der CTs. Und wenn ich das jetzt kaputt mache, wir schauen einfach mal, was passiert. Dann hätten jetzt theoretisch die Ts gewonnen. Ich habe gerade nochmal in die Beschreibung geschaut. Nee, es ist so, dass sobald das Bett kaputt ist, können die CTs nicht mehr respawnen. Das heißt, dann ist es nur noch das Ziel der Terroristen, alle CTs zu töten, die dann noch irgendwo live unterwegs sind, um die Runde zu holen. Könnte ein ganz neuer Game-Modus sein. Du musst zeitgleich deine Base verteidigen, aber zeitgleich auch angreifen, was eine ganz neue Dimension ins Spiel bringt. Das könnte wirklich sehr, sehr geil sein. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine Map, die, glaube ich, sehr, sehr geil ist und eine nochmal, die toll ist. Und zwar haben wir hier die Map Whiterun aus Skyrim. Das ist das erste Dorf gewesen, bei dem du damals in Skyrim ins Spiel gekommen bist. Ein Spiel, was ich auch tatsächlich gespielt habe. Zwar nie durchgespielt, ich glaube so, weiß ich, so 40, 50 Spielstunden hatte ich drin. Aber meine kleine Schwester Steve hat die Map tatsächlich durchgespielt. Und ich glaube, ich muss meine Aussage korrigieren, das war nicht die erste Stadt, die man gefunden hat. Doch, vielleicht die erste Stadt, aber nicht das erste Dorf. Ich glaube, damals ist man da hinten irgendwo gespawnt, ist dann vom Berg runtergegangen, ging dann in das erste Dorf. Da hinten war so eine Höhle, wo du gegen Skelette kämpfen musstest. Und hier unten hast du dann irgendwann deinen ersten Drachen getroffen, an so einer Art Mühle oder so, das weiß ich noch. Und das hier ist, ja, das erste, die erste große Stadt. Oh mein Gott, ey, das bringt so viele Erinnerungen gerade zurück. Und hier kannst du sowohl Deathmatch spielen als auch Diffusal. Die Map hat nämlich auch tatsächlich zwei Bombenspots. Der eine scheint hier in der Mitte an dem Baum zu sein. Und der andere Bombenspot in dem Gebäude. Alter, habe ich hier viele Quests drin gemacht. Frage ist, wie man hier reinkommt. Vielleicht ist es doch woanders. Aber in dem Gebäude, da ging doch auch so viel los. Wo ist der zweite Bombenspot? Der zweite Bombenspot, der scheint hier hinten zu sein. In das Gebäude kannst du nicht rein. Oh mein Gott, ey, am liebsten will ich jetzt hier eine halbe Stunde über diese Map laufen. Hier oben das erste Mal die Schmiedekunst gelernt, oder? Hier war doch irgendwie der erste Schmied oder so. Und du hast hier habe ich mein Shit geschmiedet, ey. Oh mein Gott. Die soll auch Physics haben, die Maps. Und du kannst mit Sachen interagieren. Ich schau mal, ob ich da irgendwas in die Richtung finde. Und hier unten der Markt, hier habe ich reingeshoppt. Weißlauf, glaube ich, hieß das. Und eins dieser Gebäude war doch das erste eigene Haus. Ich weiß nicht, ob es das hier war. Oder das hier? Bin mir gerade nicht sicher. Also du konntest ja auch ein Haus kaufen, wo ich damals immer meinen Loot hingebracht habe. Es war gefühlt, wenn du reinkamst, irgendwo rechts. Vielleicht war es doch weiterhin, aber ich glaube, es war nicht so ein kleines Haus. Vielleicht war es sogar das hier vorne, aber das ist doch so geil. Ey, ich bin so glücklich, dass da im Workshop so viele coole Maps kommen, weil das ist auch sowas. Das können wir auch mal im Subrohr spielen hier. Weiß natürlich nicht, wie das, ne, wie so eine Stadt, die hier für Skyrim entwickelt wurde, wie die translated in CS, ob die dann auch wirklich geil spielbar ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber alleine Counter-Strike auf so einer ikonischen Map hier auf Weißlauf spielen zu können, ist eigentlich schon geil genug, auch wenn das Gameplay dann vielleicht nicht unbedingt CS ist, aber ich glaube, das wäre schon extrem geil. So, und eine allerletzte habe ich noch für euch, die, glaube ich, wirklich richtig dumm ist. Und zwar haben wir hier eine Map im McDonald's. Diese Map hier als Deathmatch-Map gedacht. Und ich bin der Meinung, die gab es früher auch schon in CSGO, wenn nicht sogar CSS, weil mir kommt hier einiges bekannt vor. Ja, die scheint auch geportet zu sein, weil solche Sachen, die passieren dann, glaube ich, wenn du alte Maps portest. Doch, das kommt mir doch bekannt vor, oder? Bist ja, die Models, die sind doch auch uralt hier. Das ist doch ein Port, oder nicht? Ja, leider keine Diffuser-Map. Das heißt, wir könnten hier kein Subwars drauf machen. Aber wenn ihr mal Bock habt auf eine alte Classic-Map, ihr könnt Deathmatch auf McDonald's daddeln, wenn ihr da Lust drauf habt. Ja, aber das war alles, was ich so zu dem Thema gefunden habe. Ein paar echt witzige Maps im Workshop, die ich euch mal zeigen wollte, weil ich ein großer Fan davon bin, so die Arbeit von so Community-Mappern auch zu supporten, indem man das Ganze mal zeigt und denen ein paar mehr Downloads zu bringen. Wenn ihr Interesse habt an einem Video, wo ich euch mal ein paar nützliche Maps zeige, die in der Zwischenzeit gekommen sind, ich habe ja auch schon das ein oder andere abonniert, wo man Aim trainieren kann, Movement trainieren kann und solche Sachen, dann lasst mich mal wissen, ob das auch was wäre, dann kann ich euch da auch ein paar Recommendations geben und vielleicht sogar ein Video,
habe ich überlegt für meine Operation Prediction. Es ist ja klar, dass an einer Operation gearbeitet wird. Ich habe wirklich viele coole Competitive Maps und Wingman Maps auch gefunden. Und wenn euch das interessiert, könnte ich euch mal meine persönliche Zusammenstellung von Operation Maps geben. Wenn ich eine Operation machen würde, welche 5 Competitive Maps und welche, weiß nicht, 2 oder 3 Wingman Maps da reinkommen würden. Lasst mich gerne wissen, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar und Bewertung da, das wäre sehr lieb. Und dann sehen wir uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Later! Schweine aim, failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are Team Schweine aim.